Diese Folge wird präsentiert von Bike Hotels Südtirol. Die Bike Hotels Südtirol sind die Adresse für den Rennradurlaub in Südtirol. Die Gastgeberinnen und Gastgeber sind selber passionierte Radfahrer und sie kennen sie alle. Die bekannten Pässe, die verkehrsarmen Nebenstraßen, die steilsten Anstiege und die flachsten Trainingsstrecken. Im Süden Südtirols beginnt die Rennradsaison schon Anfang März, im Rheiner Land im April. Zwischen Weinbergen und Seen kannst du perfekt Kilometer sammeln und dich für die Pässe-Saison im Sommer vorbereiten. Alle Bike Hotels Südtirol, Urlaubspakete, Tourenempfehlungen und autofreien Tage findest du auf www.bikehotels.it, der Plattform für den Radurlaub in Südtirol. Den Link gibt's auch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ja, unser heutiges Thema Laufräder, mit denen ist es ja so eine Sache. Jeder fährt sie, nicht jeder kennt ihren Nutzen, aber ohne können wir irgendwie auch nicht, denn da würde das Rennrad nicht so super weit kommen. Und deswegen wollen wir heute einmal über die verschiedenen Arten von Laufrädern sprechen und so ein bisschen zeigen, wie sich der Renner, den man so wie er ist, im Keller in der Garage zu stehen hat, mit einem neuen Satz Laufräder im Handumdrehen, tunen, verändern, vielleicht auch verschlimmbessern lässt, je nachdem. Egal ob Aerodynamik, Gewicht oder einfach nur Optik, ist natürlich auch immer ein wichtiger Faktor. Und natürlich möchten wir euch auch so ein bisschen zeigen oder erklären, für welches Budget ihr welches Upgrade erwarten könnt. Also bleibt auf jeden Fall dran, hört die Folge bis zum Ende. Wir versuchen das Rad mal gänzlich neu zu erfinden oder mal eine runde Sache draus zu machen. Ja, ihr habt es schon gehört, ich bin nicht allein. Mein Name ist Erik Gutglück und neben mir sind heute der Christian am Mikrofon. Hallo. Und unser, ja, ich würde sagen, redaktionsinterner Erfinder des Laufrades, Moritz Pfeiffer. Servus. Ja, Jungs, worauf kommt es euch am meisten an? Optik oder Performance? Seid ehrlich. Naja, wie immer muss es Hand in Hand gehen. Also ein Laufrad, das zwar vielleicht die optimale Performance bietet, aber einfach scheiße aussieht, will man halt auch nicht an seinem Gunner haben. Also von daher, aber natürlich Optik ist gerade bei Laufrädern, ich glaube so das Wesentliche irgendwie. Also das ganz Auge ehrlich fährt ist, mit. Das Auge fährt mit, ja, stimmt. Wobei man natürlich dann auch sagen kann, was ist denn Performance eigentlich beim Laufrad? Also ich meine, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansätze von Gewicht, Aero und so weiter. Also was ich finde, was das Faszinierende ist, eigentlich, dass kaum ein Bauteil sowohl in puncto Optik als auch im Bereich Performance so stark das Rennrad beeinflusst wie die Laufräder. Einfach Optik, weil es macht halt einfach einen komplett riesen Unterschied, ob du da was handeingespeichtes, sehr klassisch wirkendes hast oder halt die Monster 50 mm oder 65 mm Carbon Hochprofilfelge oder sowas ganz, ganz flaches, vielleicht Systemlaufrad, aber dann trotzdem ganz, ganz flach und auf maximales Leichtgewicht irgendwie getrimmt. Und wenn man das reinmacht, dann sieht das gleiche Fahrrad, das völlig identische Fahrrad, komplett anders aus. Und das ist eigentlich das Faszinierende, was die Optik angeht. Und das Gleiche gilt halt für die Performance. Also die Laufräder beeinflussen maßgeblich das Handling, auch das Gewicht des Komplettrades, wie fährt sich das Fahrrad und insofern in welche Richtung gehe ich mit dem Fahrrad? Gehe ich eher in Richtung Endurance oder eben in Richtung im Aero oder Leichtbau, und von daher Laufräder wirklich der vielfältige Schlüssel zum Glück. Ja, ich meine, da kann man auch nur die Empfehlung geben, wenn man die Möglichkeit hat, mal sich Laufräder vom Kumpel oder aus dem Radclub mal auszuleihen und die mal einzubauen und einfach mal herauszufinden, wie unterschiedlich sowas sich fährt. Also das ist echt so der erste Tipp, einfach mal probieren und mal so diese Bandbreite überhaupt eine Vorstellung dafür zu kriegen, weil normalerweise, du kaufst dir ein Rad, da ist ein Satz Laufräder drin, mit denen fährst du dann ja erstmal eine gewisse Zeit lang, gewöhnst dich quasi dran, das fühlt sich dann alles erstmal normal an, und wenn du dann mal so dieses Erweckungserlebnis hast, das mal mit einem deutlich leichteren Laufradsatz zu fahren oder halt auch mal mit Hochprofilfelgen, die dann so richtig schön wummern, das ist halt dann schon mal einfach ein ganz anderes Gefühl, was du aus deinem Fahrrad noch machen kannst. Mhm.
Ich finde tatsächlich sogar auch, dass wenn man jetzt ein eher sehr einfaches Rennrad nimmt, was jetzt nicht gerade so nach der Ultra-Rennpfeile aussieht, aber sobald du da einen Satz hohe Laufräder reinsetzt, also finde ich jedes Mal wieder beeindruckt, wie dann selbst ein in Anführungsstrichen billiges Rennrad auf einmal wirklich fast wie so eine Profikarre aussehen kann, einfach nur, weil da ein bisschen mehr Felge dran ist. Oder auch einfach ein älteres Rad. Also das ist ja nicht immer, ich meine, wir sprechen gerade ja auch oft darüber, dass Teile gerade schwierig zu bekommen sind, dass Kompletträder teilweise ewig lange Lieferzeiten haben oder die werden auch immer teurer, das muss man ja auch sagen. Und deswegen fragt sich der eine oder andere vielleicht auch, will ich jetzt eigentlich ein neues Rad mir kaufen, und da ist halt das Laufrad nach wie vor ein Tuning-Teil, wo du auch einem alten oder ein bisschen in die Jahre gekommenen Modell auch nochmal wirklich neues Leben einhauchen kannst. Und was nach wie vor gilt, und deswegen sprechen wir ja auch über das Tuning-Teil Laufrad, viele Rennräder kommen so, wenn man sie kauft beim Händler, nach wie vor noch mit einem relativ einfachen Laufradsatz zum Kunden. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass viele Hersteller Wert drauf legen, den bestmöglichen Rahmen anzubieten oder halt eine schöne Gruppe irgendwie dran schrauben. Und manchmal wird der Rotstift da eben nach wie vor noch sehr stark bei den Laufrädern angesetzt. Und umso wichtiger ist es oder umso größeres Potenzial ist es, eben dann vielleicht auch nach ein, zwei Jahren oder noch längerer Zeit zu sagen, okay, ich gönne mir da mal einen neuen Laufradsatz. Ja, wobei man also da wir gehen ja gleich noch. Ich wollte nur kurz einwerfen, Stichwort Laufradtuning bei dem älteren Rad. Ich meine, da kann man halt auch nochmal richtig Lust bekommen, sein älteres Rad zu fahren, einfach da die Motivation noch ein bisschen zu steigern, wenn man einfach mal den Charakter von dem Rad nochmal komplett neu definiert mit einem anderen Satz Laufräder. Da kriegt man einfach nochmal Bock drauf, dass das Rad, was eigentlich gut ist und gut war, einfach nochmal wieder zu fahren. Mhm. Ja, und Erik, deins ist ja das beste Beispiel. Der Kollege Gutglück fährt da so ein Alurahmen, ganz klassisches mit Felgenbremse und mit klassischer mechanischer Schaltung. Ist, würde ich jetzt sagen, hat auch schon den ein oder anderen Kilometer gesehen. Zehn Jahre alt. Und der hatte sich jetzt eben kürzlich ein Carbon-Hochprofil, glaube so 45 mm hoch oder so, da reingemacht. Und es war, ja, neues Leben einfach nur. Neues Gesicht. Und die Optik erst. Ah. Ja. Ja. Ich wollte gerade noch die Frage stellen, oder ich selber bin der Meinung, ich finde das mit diesem Rotstift bei den Laufrädern seitens der Hersteller gar nicht so schlecht, weil wir gehen ja gleich noch so ein bisschen darauf ein, was man mit Laufrädern eigentlich für verschiedene Sachen oder Ziele verfolgen kann und wie ja da auch Vor- und Nachteile natürlich mitschwingen. Und dann finde ich sogar gar nicht so schlecht, dass man so ein Bauteil wie Laufräder, was sich ja auch relativ leicht umbauen lässt, weil ich einfach nur Rad raus, Rad rein machen muss, dass ich das dann noch so ein bisschen mir selber im Anschluss konfigurieren kann. Weil das Herz ist natürlich immer der Rahmen, die Rahmenhöhe, die Schaltgruppe, der Antrieb, die Bremsen und dann natürlich dazu sagen zu können, ich habe jetzt aber noch freie Auswahl und muss nicht irgendwie einen teuren Laufradsatz fahren, den mir der Hersteller aufzwingt, finde ich sogar gar nicht so schlecht. Ja, wobei ich da einwerfen möchte, dass es manchmal auch nicht ganz clever ist, einen guten Rahmen zu nehmen und dann bei den Laufrädern zu arg zu sparen, weil die, wie wir jetzt gerade ein paar Mal gesagt haben, den Charakter schon arg beeinflussen. Und wenn dann das zu einfach wird und du hast halt einfach einen sehr schweren Laufradsatz drin, der das Fahrrad halt vom Charakter echt langsam macht, dann versaut man sich schon so ein bisschen den Charakter. Ich meine, das ist oft eine Gefahr. Das sieht man bei Reifen ähnlich, wenn dann irgendwie ein Preispunkt anvisiert werden muss und dann muss das Rad zusammengestellt werden und du musst halt dann zu arg den Rotstift ansetzen, dann leidet halt der Charakter. Also das ist immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Also von daher bin ich nicht ganz dabei, dass du also das Laufräder siehst wie ein Sattel, okay, da muss einer mitgeliefert werden, aber eigentlich suchst du ja besser den passenden aus, sondern dass du schon irgendwie schauen musst, dass das insgesamt vom Paket her einfach stimmt und das zusammengeht. Ich meine, das sieht man oft bei Aero-Karren, wenn die dann im günstigen Segment angesiedelt sind, dass halt dann die Laufräder relativ flache Felgen haben zum Beispiel, was dann irgendwie zum Rad als solches nicht passt. Und stimmt, das ist ja, natürlich das ist auch eine Preisfrage. Besser. Natürlich, also das ist dann die Preisfrage. Ab einem gewissen Preispunkt könnte man natürlich auch einfach erwarten, dass da schon richtig geile Laufräder drin sind. Von daher, das
Ja, das Tuning-Thema ist halt schon eine Frage. Also möchte man das oder zwingen einen die Hersteller dann teilweise dazu, weil sie von Hause aus eher schwere Laufräder drin haben? Das ist natürlich schon die Frage, ob das so, ob sich auch die Hersteller damit so den Gefallen tun. Aber es ist halt zum Teil zumindest nun mal ein Fakt. Klar. Ich habe tatsächlich mal irgendwo ein Bild gesehen von einem Aero-Renner, wo dann wirklich so ganz, ganz niedrige, ganz einfache Laufräder drin waren. Und das sah einfach so falsch aus für mein Auge, wo ich dachte, nee, das geht nicht. Also da müssen irgendwie wenigstens 40 mm Felgen drin sein oder sogar mehr. Aber da sind wir ja schon bei dem Kostenaspekt. Wenn du Hochprofil-Laufräder haben willst und Aerodynamik kommt halt zum großen Teil über die hohe Felge, dann kannst du dir da natürlich eine 60 mm oder 40 mm Alufelge reinmachen, aber dann wiegt der Laufradsatz halt erheblich über 2 Kilo und das macht dann halt auch keinen Spaß. Das heißt, wenn du hohe Felge willst, dann willst du ja eigentlich auch eine Carbon Felge und natürlich sind jetzt auch passiert da auch was finanziell, sage ich mal, oder auch wettbewerbsmäßig, dass es halt viele Hersteller gibt mittlerweile, vor allen Dingen auch mit Direktvertrieb, also Laufradhersteller mit Direktvertrieb, die nicht über den Händler gehen, sondern einfach im Internet ihre Waren direkt vertreiben, die auch schon zu einem sehr attraktiven Preispunkt was anbieten, aber ich sage mal 800 € aufwärts muss man dann halt schon einfach rechnen für ein gutes Aero-Laufrad oder halt für ein hohes Aero-Laufrad zumindest mal. Ob die aerodynamisch sind, ist ja dann nochmal eine ganz andere Frage. Und ja, das ist dann halt eben die Frage. Schlüssig sieht es aus, gerade im Aero-Renner. Es sieht natürlich schlüssig aus, aber es ist halt auch deutlich teurer. Aber dann lass doch mal so ein bisschen das Thema Aerodynamik beleuchten. Wo kommt das eigentlich her, dass ein Laufrad, dass das eine Laufrad schneller durch den Wind gleitet als das andere? Wir haben jetzt gerade schon über die Felgenhöhe gesprochen. Gibt es da irgendwie ein Mindestmaß, die eine aerodynamische Felge minimal haben sollte? Und gibt es vielleicht auch ein Maximum, wo der Zugewinn an Windschnittigkeit dann abnimmt? Kann man das Naja, aus also eurer Sicht irgendwo festmachen? die Zeitfahrer, die fahren nicht umsonst die Scheibe. Ja, aber auch nur hinten. Natürlich nur Ja. hinten, aber also es gab es zumindest mal, dass es auf der Bahn ja auch vorne gefahren wurde. Also aus aerodynamischer Sicht ist natürlich alles, was Verwirbelungen produziert, schlecht und Speichen produzieren nun mal Verwirbelungen. Deswegen ist hohe Felge mit großer, glatter Fläche immer ein bisschen aerodynamischer als eine ganz flache Felge mit vielen Speichen und langen Speichen. Und wie hoch dürfen sie sein? Ja, das ist halt die Frage. Also aus aerodynamischer Sicht wäre, wie gesagt, vorne und hinten Scheibe wahrscheinlich die ideale Lösung, aber da fährt Dann man darf es dann aber keinen wahrscheinlich Wind geben. keinen Meter weiter, weil man dann sofort irgendwo weggeblasen wird. Das ist halt eben die Krux bei diesen hohen Felgen. Es gibt natürlich optische Aspekte. Also, dass du sagst, je höher, desto besser, sagt vielleicht der ein oder andere. Vielleicht sagt auch wer, ich finde dieses bisschen aggressivere der hohen Felge finde ich gar nicht gut. Ich stehe total auf das Flache. Aber man muss sich bewusst sein, halt je höher die Felge wird, umso anfälliger wird sie gegen Seitenwind. Und wenn der Wind halt eben reinbläst und vielleicht sogar in Böen oder so, dann spürt man das halt schon sehr deutlich. Und da spürt man einen sehr, sehr deutlichen Unterschied, ob man eine 60 oder 65 mm hohe Felge drin hat oder vielleicht nur eine 35 mm hohe Felge. Ich persönlich würde sagen, sowohl der optische als auch der aerodynamische Sweet Spot ist wahrscheinlich so zwischen 40 und 50 mm, weil man das ganz gut kontrollieren kann. Aber das ist schon eine Sache und das muss sich auch jeder bewusst sein, wer eine hohe Felge nimmt, der verändert damit auch sein Fahrverhalten und es wird ein bisschen wackeliger als mit der flachen Felge. Ja, ich kenne es halt hauptsächlich so, wenn du schnell bergab fährst oder so, dann merkst du das halt schon. Also das steigt natürlich auch mit der Geschwindigkeit. Also wenn du schon mal mit 70 Sachen und einer 80er Felge irgendwie einen Berg runtergeheizt ist und dann gab es halt durch Täler irgendwie Seitenwind oder sonst irgendwas, das ist dann schon manchmal echt, erfordert ein bisschen Erfahrung, eine ruhige Hand, um das zu kontrollieren. Also das wäre jetzt nichts, was ich einem Anfänger quasi
direkt empfehlen würde, sondern da muss man, glaube ich, schon ein bisschen an seiner Fahrtechnik feilen und manchmal ist es halt auch einfach nicht zu kontrollieren. Also deswegen gehen ja auch Profis bei gewissen Bedingungen einfach von hohen Felgen runter. Wir hatten ja kürzlich jetzt mehrere Sturmtiefs, die hauptsächlich über den Norden Deutschlands gezogen sind, aber selbst bei uns in Frankfurt hat man noch doch ein bisschen den Wind gemerkt und ich musste tatsächlich auf einer Autobahnbrücke, kam ich hinter so einem Windschutz hervor und da kam so eine Windböe von der Seite rein und ich hatte vorne ein 50 mm Vorderrad drin. Ich musste wirklich eine Vollbremsung machen, weil es mich einmal richtig ins Geländer quasi reingedrückt hätte. Also das kam so unvermittelt. Ja, also war vielleicht an dem Tag auch nicht die cleverste Wahl, da irgendwie so ein hohes Vorderrad zu nehmen, aber irgendwie war es montiert. Ich wollte morgens los und habe gedacht, komm, wird schon gut gehen. Ja, deswegen tatsächlich, ich würde sagen, der Sweet Spot ist 40 bis 50 Millimeter. Wer 60 Millimeter fahren will, der hat natürlich auch nochmal einen sehr, sehr deutlicheren Aero zu gewinnen, aber muss halt eben mit diesen Abstrichen dann leben. Und 80 ist das, was tatsächlich so ich nur in Anführungszeichen Zeitfahrern und Triathleten empfehlen würde. Und eigentlich da auch vor allen Dingen im Wettkampf und jetzt nicht, wenn man normal im Straßenverkehr rumeimert. Du warst auch schon mal mit Swisszeit im Windkanal bei deinen diversesten Laufrad-Tests. Kann man dann irgendwie beziffern, wie viel schneller einen denn so ein aerodynamisches Laufrad macht? Wie viel Watt lässt sich denn da so grob sparen eigentlich? Also wir haben es tatsächlich in verschiedenen Setups getestet und es kommt auch immer auf eine ganze Menge von Parametern an, also auch auf welcher Reifen ist montiert und wie breit ist dieser Reifen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass zwischen einer flachen Felge und einer, sagen wir mal, eben so 50 mm hohen Felge durchaus bis zu 10 Watt Unterschied liegen, die man mehr aufbringen muss. Ich meine, das ist ja schon ganz ordentliche Größenordnung, wenn man sich vorstellt, man tritt mit quasi 260 Watt und dank der Laufräder kommen 270 Watt quasi auf der Straße an. Ja, vor allen Dingen, also was wirklich das Faszinierende ist, ist der sogenannte Segeleffekt. Also man hat ja in den seltensten Fällen die Situation, dass der Wind wirklich ganz frontal von vorne kommt. Dann geht es vor allen Dingen darum, die Fläche natürlich auch zu minimieren, aber ganz oft kommt er ja in irgendeinem Winkel von der Seite. Und der Segeleffekt ist das Phänomen, dass diese seitlich anströmenden Windströme so gelenkt werden können, dass sie quasi in das Laufrad hineingreifen, in die Felge hineingreifen und ein Stück weit zum Vortrieb beitragen, beziehungsweise zumindest mal den Luftwiderstand, den man produziert, signifikant verringern. Und das ist ein Gefühl, das kann man auch teilweise tatsächlich spüren, wenn man unterwegs ist mit so einer hohen Felge, eine hohe Felge, die auf Schwung gebracht wurde und wirklich schön im Wind sich dreht und die Windströme haben sich angehängt. Die rollt halt auch einfach leichter eben als die ganz flache Felge, wo man eben selber aktiv dazu noch stärker beitragen muss, dass die eben die Geschwindigkeit hält. Wenn ich jetzt so über diese Vor- und Nachteile nachdenke bei hohen Felgen, kann ich die Aerodynamik auch woanders erzeugen? Zum Beispiel es gibt ja Messerspeichen oder spezielle Speichennippel, die irgendwie verbaut werden, die diese Verwirbelung oder den Luftwiderstand reduzieren können. Habe ich da die Möglichkeit, vielleicht sogar mit einer niedrigeren Felge zu fahren, aber durch die Wahl der Speichen, der Narben, der Nippel den Effekt einer höheren Felge zu erzielen, ohne dass ich diese Seitenwindanfälligkeit habe? Also bis zu einem gewissen Ausmaße schon, aber da sind natürlich auch physikalisch Grenzen gesetzt. Also richtig schnelle Laufräder sind natürlich ein Gesamtkonstrukt, wo alles zusammengedacht ist. Sowohl die Felgenform als auch die Nippel, sind die in der Felge versenkt oder stehen die außen? Was für Speichen sind da montiert? Und auch der Narbenkörper. Also ein schmaler Narbenkörper, ein sehr, sehr, zum Beispiel eine sehr dünne Narbe, sage ich mal, hat auch noch mal eine andere Aerodynamik, als wenn da so eine fette Wurst sich zwischen den Ausfallenden dreht. Und von daher, man kann natürlich auch eben, wenn man das optimiert und sagt, ich habe jetzt eine ganz aerodynamische Narbenkörper, ich habe Messerspeichen und ich habe die Nippel versenkt in der Felge, dann kann man mit Sicherheit auch eine 35er Felge fahren und einen Effekt haben einer
40er oder 45er Felge, die dafür eben mit Rundspeichen kommt. Die Nippel liegen außen und da ist halt ein riesiger Narbenkörper. Aber da sind halt auch Grenzen gesetzt. Und ganz entscheidend ist auch immer, also an erster Stelle kommt auch immer die Form der Felge. Also wie genau sieht die aus? Es geht nicht nur um die Höhe, sondern auch wie breit ist die, wie wölbt die sich? Ist das ein spitzes V oder ist das ein U oder ist das ein UV? Und ja. Ja, also da würde ich gerne noch einwerfen. Also ich erinnere mich nur an so meine ersten Aero-Laufräder. Das waren, glaube ich, so die, ich weiß nicht, ob man sie schon legendär nennen kann, Cosmic Carbon von Mavic. Also Alufelgen und dann legendär. so ein Plastik. Legendär, definitiv. Und dann halt so ein Plastik Aufsatz ja eigentlich nur drauf, dass die waren ja gar nicht mal Teil der Felge, sondern einfach so ein Plastikaufsatz, der einfach so die Verkleidung eine irgendwie. Ja, ja, irgendwie, der das simuliert, die liefen ja relativ spitz zu. Dann kam es irgendwann, dass die quasi gar nicht mehr bauchiger werden konnten. Das waren ja richtige halb Ovale, die schon irgendwie rechts und links über den Reifen rausragten. Dann gab es ja diese von, wer war es denn, Zip, diese NSW mit diesem Zackenmuster irgendwie, die auch angeblich. Gibt es immer noch, aber die so den Seitenwindanfälligkeit irgendwie reduzieren sollen. Da wird auch schon sehr viel Wissenschaft betrieben und manche Erkenntnisse haben manche exklusiv und andere kommen irgendwie nicht drauf. Also das ist ja schon immer so ein bisschen spannend eigentlich zu sehen, was da wie gemessen und entwickelt wird und was jetzt aus welchen Gründen besonders gut sein soll. Das heißt also, zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, auf einer flachen Runde, wo ich wenig Wind habe oder an einem fast windstillen Tag, ist eigentlich die hohe Felge. Wenn ich jetzt in meinen Keller gehe und mein riesiges Laufradarsenal sehe, dann greife ich natürlich so hoch wie möglich und so mit so hohen Felgen wie möglich, so schnellen Speichen wie möglich. Nein, weil also das Problem der Windanfälligkeit bleibt ja immer und auch wenn die Runde flach ist und du da bläst halt der Wind rein, kann es trotzdem sein, dass du dann eben, wenn du jetzt nur aus der aerodynamischen Sicht denkst, dass du halt zum Beispiel, also die Fahrerposition auf dem Rad ist natürlich immer auch entscheidender als alles andere, weil der Fahrer macht 75% von der Aerodynamik aus und wenn du halt, sage ich mal, eine aerodynamische Fahrerhaltung nicht einhalten kannst oder nicht beibehalten kannst, weil das Fahrrad so instabil ist, weil die Felge so hoch ist und dann gehst du in den Oberlenker oder irgendwie sowas oder zumindest mal in den Bremsgriffhaltung, um das Fahrrad kontrollieren zu können, dann ist das auf jeden Fall für die Aerodynamik negativer als jeder Zugewinn, den eine hohe Felge dir bringen kann. Von daher muss man auch selbst auf der flachen Runde natürlich immer gucken, also es muss ein stimmiges Gesamtkonzept sein. Und deswegen gibt es auch nicht die eine Empfehlung, die wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen können und sagen, das ist für euch genau das richtige Rad, weil es immer davon, oder das richtige Laufrad, weil es immer davon abhängt, wo fahre ich, wie fahre ich, was für eine Art Fahrradtyp bin ich, wie viel wiege ich, kann ich halt, also ganz große Fahrer, die relativ leicht sind, die haben natürlich eine größere Herausforderung, eine hohe Felge zu kontrollieren, als jetzt wer ein bisschen kleiner ist, vielleicht ein bisschen sportlicher oder ein athletischerer Fahrertyp, der auf einem kleineren Rahmen sitzt, wo halt auch nicht so ganz große Hebel quasi, sage ich mal, dann wirken. Und ja. Also klein und dick ist in dem Fall. Klein und dick ist in dem Fall der gut. Körperbau. Aber was tatsächlich auch faszinierend ist, der im Windkanal, der JP Ballard hat auch gesagt, von Swisside hat auch gesagt, selbst, es ist nicht nur diese flache Runde, wo Aerodynamik zählt, sondern tatsächlich auch die Berge. Also auch wenn man am Berg fährt und wenn man bei bergigen Runden unterwegs ist, da du ja nie eine Runde hast, sei denn jetzt mal vom Bergzeitfahren abgesehen, dass du halt, also die Aerodynamik zahlt sich auch in den Bergen aus. Durch die Abfahrten, durch die Flachstücke und von daher. Man kann es nicht so ganz schwarz-weiß sehen. Flach bedeutet Aero und Berg bedeutet Gewicht, sondern im Idealfall hast du halt alles. Ja, wobei ich glaube, es gibt ja auch ganz gute Laufräder, die so als Allrounder angesiedelt sind. Keine Ahnung, wie du das ja gesagt hast, irgendwie mit einer 45 mm hohen Felge, die jetzt nicht zu schwer sind, die aber ein bisschen Aero bieten, die da schon so one for all ganz gut funktionieren, meiner Meinung nach.
Der JP hatte mir auch letztes Jahr, hatten wir über diese Mont Ventoux-Etappe bei der Tour de France gesprochen, wo er zweimal das Peloton über den Mont Ventoux musste. Und sie haben das auch in ihren Simulationen durchgerechnet und festgestellt, dass ein Aerorad das schnellere Setup für diese Etappe ist, weil das Ziel halt unten in Malocène liegt. Mhm. Er sagt aber auch, wenn natürlich das Ziel oben auf dem Gipfel wäre, wo es sonst viele Jahre auch immer gewesen ist, dann könnte wiederum das leichte Laufrad oder das leichte Setup von Vorteil sein. Was mich eigentlich schon fast zu unserem nächsten Performance-Punkt bringt, nämlich das Gewicht. Weil das soll, also Moritz, du hast ja schon gesagt, je aerodynamischer, desto schwerer wird natürlich auch ein Laufrad. Oder je höher die Felge, desto schwerer. Wo sitzt denn so das Gewicht noch am Laufrad? Felge, Narbe wahrscheinlich? Wo kann ich da Gewicht rausholen? Also du kannst auf jeden Fall überall Gewicht reinpacken, weil es kommt ja auch auf die Qualität der Komponenten an, die du verbaut hast. Und grundsätzlich gilt, höhere Felge ist mehr Material, ist naheliegend, dass es wahrscheinlich dann dementsprechend auch schwerer ist. Und das heißt, dass du halt krass an der Carbonfaserqualität arbeiten musst, dass das dann noch ein bisschen leichter ist, um da Gewicht zu sparen. Dann geht halt direkt der Preis rauf. Aber es gibt natürlich auch total schwere Narbenkörper und total leichte Narbenkörper. Es ist eine Frage, wie viele Speichen habe ich? Habe ich halt nur, weiß nicht, 20 Speichen oder habe ich ein 28 Speichen Laufrad? Und das wirkt sich aber dann wiederum auf die Steifigkeit aus. Also irgendwie ist alles miteinander verknüpft und es gilt dann immer, den Sweet Spot für sich zu finden oder halt das Passen zum eigenen Fahrverhalten zu finden. Was aber vielleicht ein entscheidender Punkt ist, es gibt natürlich auch Bereiche, wo es nicht so schlimm ist, wenn da ein bisschen Gewicht sitzt. Also bei den Laufrädern würde ich zum Beispiel immer sagen, wenn es an der Narbe meinetwegen ein bisschen schwerer ist, oder ganz oft gibt es ja Laufräder, die sind so ein bisschen gestaffelt. Da gibt es das Modell XY und das wiegt dann 1600 Gramm oder irgendwie sowas. Wenn du die Felge dann schon hast, die Aero-Felge, und dann wiegt es aber nur 1500 oder unter 1500, vielleicht sogar, wenn du die identische Felge hast und dafür dann aber einen anderen Narbenkörper. Wenn es jetzt nur um das Gewicht geht, dann würde ich sagen, dann kann man getrost das etwas teurere nehmen, das etwas schwerere nehmen, was dafür aber günstiger ist, weil wenn das Gewicht in der Narbe liegt, aber die Aeroform der Felge ist völlig identisch, dann hat man nicht die riesen Unterschiede, weil das, was man beim Gewicht, beim Laufrad spürt, das ist ja das, was rotiert, das, was in Bewegung ist. Und das ist eben die Felge und dann ist nicht so entscheidend, ob die Narbe jetzt 100 Gramm Gewicht spart oder nicht. Das ist gut vielleicht für die Gesamtperformance vom Rad oder es ist gut für den Kopf, wenn man das an die Waage hängt und man sieht dann, okay, es ist jetzt aber 7,2 und halt eben nicht 7,4 oder so. Aber vom Prinzip würde ich immer sagen, ist das Entscheidende die Gesamtkonstruktion des Laufrades rund um die Felge herum. Ich meine, du hast es ja eben auch schon angedeutet, so was Größenordnungen beim Gewicht angeht. Also meiner Meinung ist ja, also wenn man dann sich die Dinge in den Shops anschaut, so 1400 Gramm für einen Satz Laufräder ist schon so das Leichte. Also da fängt es dann irgendwann an. Also alles, was unter 1600, 1500 Gramm ist, das ist schon richtig leicht. Gemeint ist hiermit jetzt immer das Setgewicht aus Vorderrad und Hinterrad ohne andere montierte Teile wie Reifen oder Kassette oder Bremsscheiben. Und vor allen Dingen jetzt diese 1400 beziehen sich bei dir auch auf Scheibenbremslaufräder, richtig? Genau. Ja. Mhm. Also geht's bei Felge leichter? In meiner Wahrnehmung schon. Also ich würde sagen, Scheibenbremsräder sind irgendwie gefühlt immer doch nochmal einen Tick schwerer. Kann man so sagen, ja. Ja. Es war ja immer so das große Versprechen mit der Scheibenbremse, dass die Laufräder leichter werden können, weil man halt nicht mehr das Material an der Bremsflanke braucht, was ja immer noch so ein bisschen die Kniffligkeit war, vor allem bei Carbonlaufrädern. Wie kriege ich es hin, dass da funktioniert, dass du eine Bremswirkung hast, aber das Ding halt nicht gleichzeitig A, bockschwer ist und B, wenn es dann mal wirklich heißer wird, dir die Felge abraucht und das ganze Laufrad kaputt geht. Das war ja immer das Versprechen, wenn ich jetzt Disc habe und kann sagen, den Bremsbereich komplett weglassen, dass es dann leichter wird. Ganz eingehalten wurde es halt nicht, weil du an anderen Stellen halt einfach mehr Material brauchst, um das Ganze halt dann
wie gesagt, vom Übergang von der Bremsscheibe auf das Laufrad, auf die Speichen, die dann ja die Bremskräfte auch wiederum aufnehmen müssen, dass das halt einfach stabil bleibt. Narbe, Flansch, Speichenzahl und so weiter. Da kommt dann das, was man an der Felge vielleicht tatsächlich spart, kommt dann da Genau. auch wieder drauf. Was ich auch interessant fand, der JP hatte mir auch gesagt, dass zum Beispiel sich bei den Profis dieser Punkt an einem Berg, wo sich das Gewicht gegen die Aerodynamik durchsetzt, bei etwa, ich glaube, 7% Steigung, hatte er gesagt, oder 7,5. Also quasi so ab sobald man langsamer als 16 km/h wird, dann erst setzt sich das Gewicht durch. Oder andersrum, wenn man schneller als 16 km/h fährt, ist die Aerodynamik im Vorteil. Wenn ich jetzt so an meine Leistungen am Berg denke, also ich würde mal sagen, so eine 7% Steigung, ja, 11, 12 km/h vielleicht, wenn ich einen guten Tag habe. Also eigentlich in den Bergen. Ja, es kommt ja immer darauf an, ob das jetzt 10 Kilometer 7% Steigung ist oder 500 Meter oder so. Von daher. Ja. Das spielt bei mir keine Rolle. Du wirst langsam. Ich hänge da wie so ein Schluck Wasser am Berg. 11 km/h, so wie ich den Berg nur sehe. Ja. Und wenn wir aber dann zusammen fahren, ist auf einmal doch wieder. Ja gut, dann kommt der Motivationskick wieder. Wenn man alleine ist und keiner sieht's, dann. Ja. Kann man da rumzittern. Man muss nur. Ja. Aber merkt man das Gewicht auch, also merkt man ja nicht nur am Berg, sondern man hat ja auch wirklich im Fahrverhalten auf der Flachen dadurch einen Vorteil. Ja. Also jemand, der zum Beispiel ein enges Kriterium fährt, könnte ich mir vorstellen, dass da auch ein leichter Laufradsatz von Vorteil ist, weil du immer wieder antreten musst, vielleicht auch um die Kurve fahren musst, da einfach, ja, vielleicht ein halbes Kilo weniger Gewicht am Rad manövrieren muss. Du musst es halt jedes Mal beschleunigen und das merkst du halt schon, ob das jetzt 300 Gramm mehr oder weniger sind, wenn du die jedes Mal von 10 km/h auf 20, 25 beschleunigen musst und dann wieder abbremst. Also das ist halt dann diese Masse, die dann immer wieder sozusagen in Rotation gebracht werden muss, das merkst du schon deutlich. Und das ist ja auch. Christian, ich sprach gerade vom Rennen, da kannst du mir nicht mit 20, 25 km/h kommen. Ich finde, das ist auch eine Sache, wo auch jeder für sich entscheiden muss, was ist mir wichtig, quasi die Aerodynamik oder auch dieses Gefühl des, also ich meine, wenn man einen leichten Laufradsatz hat und man beschleunigt den, dann ist das ein total tolles Gefühl natürlich auch. Und das ist spritzig, das ist agil, das macht Spaß, das ganze Fahrrad fühlt sich irgendwie leicht an und da kann man natürlich schon auch sagen oder bewusst für sich entscheiden, mir ist Aerodynamik Bums, weil ich sehe das dann ja nur auf der Uhr, wenn ich eine Runde gefahren bin, ob ich jetzt 2 Minuten schneller war oder nicht. Aber diesen Antritt, den spüre ich wirklich. Den spüre ich bei jedem Antritt macht es mir halt richtig Spaß, dieses Fahrrad zu beschleunigen. Dann kann man natürlich auch bewusst sagen, ich mache jetzt halt, ich gehe jetzt voll aufs Gewicht und Aerodynamik ist mir Bums. Die hohe Felge, die Optik brauche ich auch nicht. Und da gibt es halt eben auch kein richtig und kein falsch. Deswegen nochmals, kommt darauf an, was man vorhat. An der Stelle muss ich sogar sagen, wenn man jetzt auf dem Rad sitzt und runterguckt, man sieht ja die hohe Felge fast gar nicht. Also es ist ja wirklich nur man macht es ja nur für die anderen mit den hohen Felgen. Moment. Wenn man an einem Schaufenster vorbeifährt und den obligatorischen Kontrollblick macht, wie das denn bitte schön aussieht und ob auch alles so passt. Stimmt. Ich finde tatsächlich diesen Schaufensterblick, den finde ich auch wichtig. Aber ich habe tatsächlich auch schon in meiner Fahrradkarriere einige Male sehr enttäuscht festgestellt, dass man das selbst bei der Fahrt ja nicht sehen kann. Und naja. Ja. Wir hatten ja auch schon über den Punkt Steifigkeit gesprochen. Gibt es da zwei Meinungen? Ist steifer immer besser? Muss das Entwicklungsziel Nummer 1 sein? Also Entwicklungsziel Nummer 1 mit Sicherheit nicht, aber es muss halt natürlich so stabil sein, dass es halt die Kraft, die man investiert, möglichst auch ankommt. Und wenn man windelweiches Laufrad hat, dann spürt man das halt auch einfach. Also gerade wenn man jetzt mit der Felgenbremse unterwegs ist, dann spürt man natürlich beim Antritt, ob das halt ausweicht und ob es hinten an der Bremse schleift. Das kennt bestimmt jeder, der mit einem Felgenbremsrad schon mal unterwegs war, kennt dieses leichte Sirren, was dann kommt, wenn man halt oder wirklich dieses Berühren der Bremsfläche.
Das ist natürlich total ärgerlich, weil da spürt man es, aber das geht natürlich genauso auch beim Scheibenbremslaufrad. Das hörst du nicht, aber das kann natürlich auch zu leicht, zu weich sein. Und dann, das ist halt einfach auch ja vergebene Liebesmühe dann irgendwo. Dann kommt halt die Energie, die man investiert, die Watt, die man investiert, die kommen halt nicht wirklich auf der Straße an. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ein nicht wirklich seitensteifes Laufrad am Vorderrad zum Beispiel sich natürlich auch anders lenkt. Also mit weniger Lenkpräzision, mit ja einfach auch ein anderes Gefühl. Von daher so gewisse Grundsteifigkeit muss einfach da sein. Aber wenn du es zu hart festballerst, dann hast du natürlich die Gefahr, dass halt auch Speichen reißen können unter Umständen. Du hast das Problem, dass vielleicht das Fahrrad sich dann halt extrem unkomfortabel fährt, viel zu hart fährt, dass es keinen Spaß macht. Und insofern ist auch da immer ein Abwägen und der Sweet Spot muss gefunden werden. Und der ist halt für einen 75 Kilo Bergfloh, sage ich mal, ist das ein anderer oder noch leichter, ist es halt auch anders als jemand, der vielleicht 100 Kilo auf die Waage bringt. Und dementsprechend muss man da auch von abhängig machen, was für ein Laufrad man kauft. Ich meine, da gibt es ja dann auch immer die entsprechenden Herstellervorgaben, die gerade bei Laufrädern auch Systemgewicht und maximale Fahrergewichte angeben, also da gerade was die Leichtbau-Laufräder angeht, dass die dann schon klar sagen, hey, maximal 90 Kilo, 100 Kilo drüber raus ist keine so schrecklich gute Idee. Mhm. Und da ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, es heißt halt nicht umsonst Systemgewicht. Also wenn da jetzt steht, 90 Kilo ist freigegeben und ich habe irgendwie 89, dann muss ich trotzdem noch mein Rad, meine Klamotten, meinen Helm, meine Trinkflaschen, alles noch dazu rechnen. Und dann ist man, obwohl man vielleicht unter der 90 ist, trotzdem schnell bei 100. Ja, auch ein wichtiger Aspekt. Aber kann man andersrum gesagt auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Gravel unterwegs ist oder wenn man Paris-Roubaix fahren möchte oder sonst irgendwie schlechte Straßen in seiner Umgebung hat, macht es dann Sinn, eher ein komfortableres Laufrad zu fahren oder ein weicheres Laufrad, weil das dann mehr unter mir arbeitet und dadurch wiederum mehr Fahrspaß bringt? Oder ist ein weicheres Laufrad dann nicht wirklich förderlich? Ein bisschen davon ab, in welche Richtung das steif ist. Also das ist ja immer so, dieses Steifigkeit ist ja, wie beim Rahmen, gilt halt auch beim Laufrad. Also vertikal, also oben unten, soll es natürlich schon ein bisschen Nachgiebigkeit haben, um halt einfach so Schläge, Stöße, Erschütterungen von der Straße zu absorbieren. Zur Seite aber halt soll es halt dann doch maximal steif sein, damit es halt nicht seitlich auslenkt, wenn ich mit 70 Sachen in eine Kurve einlenke und dann lenkt es halt einfach nicht genau dahin, wo ich es haben will, weil es sich halt ein bisschen verwindet. Deswegen muss man da immer so ein bisschen, ist halt die Kunst des Entwickelns, ein Laufrad zu entwickeln, was in die Seite halt ausreichend steif ist, aber in der Vertikalen einfach nachgeben kann. Da hängt es halt echt ganz entscheidend davon ab, wie viel Speichen habe ich, weil je mehr Speichen haben, desto härter ist es halt von oben. Und da, wie gesagt, ist wieder so eine, der immer wieder auftauchende Sweet Spot. Wobei du natürlich auch bei mehr Speichen wiederum die einzelne Speichenspannung heruntersetzen kannst. Also da sind wir auch bei einem Punkt, den ich ganz interessant finde, nämlich dem Laufradbau. Weil es gibt ja einmal das Systemlaufrad, was jetzt, ich sag mal, von Mavic ganz typisch oder DT Swiss oder so, sind ja so die großen Namen, wo dann die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt sind, auch optisch, und alles ist dann so aus einem Guss. Und das kauft man so und nicht anders, wo sich der Hersteller eine bestimmte Konfiguration überlegt, Speichenzahl, Nippelart, ob das Alu oder Stahl ist, Felge, ist das Alu oder Carbon und so weiter und so fort. Das ist dann aufeinander abgestimmt und fertig. Oder der klassische Laufradbau, dass du aus Einzelkomponenten das Laufrad bei einem Laufradbauer dir ganz individuell auf den Leib schneidern lässt, sage ich mal, dass der dann entscheidet, ich nehme jetzt eine Felge mit 24 Loch oder mit 28 oder mit 32 und was für eine Narbe nehmen wir und was für Speichen nehmen wir und wie hart knalle ich das dann an, wie hoch ist die Speichenspannung. Und das ist auch eine Grundsatzfrage, die man für sich klären muss. Also will ich eben das Systemlaufrad, was optisch meistens eben sehr, sehr toll ist und aus einem Guss, oder das mitunter, es muss nicht so sein, aber es kann etwas biederer aussehende
klassisch eingespeichte. Was sind noch weitere Vor- und Nachteile? Zum Beispiel das Systemlaufrad ist eben aus diesen aufeinander abgestimmten Komponenten. Wenn ich jetzt etwas habe, ich bin zum Beispiel mit dem Fahrrad bei meiner Alpentour oder irgendwo sowas, ich bin in der hinterletzten Walachei irgendwo und jetzt reißt mir eine Speiche, dann muss ich natürlich auch genau die Speiche von dem Hersteller aus diesem Systemlaufradsatz irgendwo herkriegen und dann einbauen. Mitunter funktioniert das überhaupt gar nicht, sondern das ganze Laufrad muss eingeschickt werden. Und wenn ich jetzt mit einem ganz klassisch eingespeichten Laufrad unterwegs bin, kann ich wahrscheinlich in jeder Dorfschmiede kann jeder das wieder zusammen basteln und weiter geht's. Also auch da. Am Fuße des Tourmalet, ja. Jedes Jahr wird diese Geschichte bei der Tour erzählt. Genau. Auch das ist ein Aspekt, wo man sich halt Gedanken drüber machen kann und sollte. Wir haben jetzt auch schon ganz viel über Carbon gesprochen, wollte jetzt nur mal einwerfen. Ich meine, es gibt ja auch vor allem im günstigen Moment Alu-Laufräder haben ja nach wie vor ihre Berechtigung. Also von daher, oder wie seht ihr das? Ach so, welche denn? Ja, also Alu hat natürlich den ganz krassen Vorteil einfach auch des Preises. Es ist deutlich günstiger und mit einer flachen Alufelge kriegt man wirklich auch sehr, sehr leichte Laufräder hin, die sehr viel Spaß machen beim Beschleunigen und beim Fahren. Von daher, Carbon ist überhaupt nicht gesetzt, im Gegenteil. Also es ist natürlich eben sehr teuer und es ist eine Frage, wie ich bremse. Also wenn ich mit Felgenbremse noch unterwegs bin, habe ich natürlich, ist die Frage Carbon oder Alu nochmal eine ganz andere, weil eben auch die Bremsperformance davon stärker beeinflusst wird. Ja, ich weiß noch, Carbonfelge im Regen. Mit Korkbremsbelägen ist so Höchststrafe. Also ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr. Ich erinnere mich mal, ich hatte mal ein Trek Madone war das noch so, die letzte Generation der Aeroboliden mit Felgenbremse, die dann irgendwann relativ schnell wieder verschwunden ist. Und da waren tatsächlich, glaube ich, Korkbeläge drauf verbaut. Also wenn es da nass war, das war echt so eher Glückssache, wie gut es bremst. Aber das ist halt ein generelles Problem von diesen von dieser Kombination. Von daher, glaube ich, weinen viele der Carbon-Bremsflanke nicht schrecklich viele Tränen nach. Wollte nur einwerfen, was richtig gute Alu-Laufräder angeht, ich glaube, bei uns bei den Tests haben diese Camper Sonder immer relativ gut abgeschnitten, weil die echt extrem leicht sind. Und ich glaube, ich habe an meinem ersten Privatrad auch einen Satz von denen dran. Also das ist auch so ein... Aber das ist ein tolles Beispiel eigentlich für ein also Campagnolo Sonder oder Fulcrum Racing 3, glaube ich, war das Pendant dann von Fulcrum eben für Felgenbremsrenner. Alu-Laufradsatz, ich glaube, um die 1500 Gramm. 300, ja, genau. 300 bis 350 Euro. Tipptopp Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir hatten es mehrmals im Test. Top Steifigkeiten, komfortabel trotzdem und eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, kann man sagen, an Laufrädern. Also vor allem im günstigen Bereich auf jeden Fall. Also Und Alu-Bremsperformance. Also ich glaube, das tipptopp. Es gibt viele Räder da draußen, die durch so einen Laufradsatz schon in dem Preisbereich deutlich besser werden. Aber Kehrseite der Medaille, und damit haben wir ja auch angefangen, ist halt dann doch die Optik. Du hast halt eben diese flache Alu-Optik und dann noch die helle, schimmernde Bremsflanke beim Felgenbremsrenner. Da macht natürlich ein Hochprofil mit schwarzer Carbonflanke macht natürlich auch einfach mehr her. Wobei wir auch schon wieder bei einem Laufrad, ich weiß nicht, ob es ein Irrweg war, aber es gab ja auch mal eine Phase, wo dann aus optischen Gründen diese Alu-Bremsflanke irgendwie behandelt worden ist, damit sie dunkel oder beziehungsweise schwarz ist. Da gab es ja auch von Mavic diverseste Versuche. Camper hatte, glaube ich, auch verschiedene. Ja, viele. FSA, DT Swiss, wir haben ja da auch mal einen ganz spannenden Test gemacht, wie lange die eigentlich halten. Wie lange bleiben die schwarzen Felgenbremsflanken auch wirklich schwarz? Ja, und da haben, soweit ich mich erinnere, nicht alle den kompletten Testzeitraum durchgehalten. Und das ist natürlich immer ein Nachteil, dann gibt man extra Geld aus für die schwarze Bremsflanke und bei manchen ist halt schon nach zwei, drei Regenfahrten irgendwie das Ganze blank geschmirgelt sozusagen oder hast irgendwie längere Striemen drin, wo halt dann ganz klar siehst, okay, da kam dann mal irgendwie ein bisschen Sand, ein bisschen Schmirgelwirkung irgendwie, die eingesetzt hat und dann ist halt der schöne Black-Effekt irgendwie schnell weg.
Was ich ja tatsächlich an der Erfindung der Scheibenbremse so mag, ist dieser Fakt, dass man halt nicht mehr auf der Felge bremst im Sinne von, dass die Felge sich abnutzt. Also das macht, wenn man es jetzt mal aus einem Kosten- und Verschleißgrund betrachtet, hält ja dann theoretisch das Scheibenbremslaufrad deutlich länger, weil du, wenn die Scheibe irgendwann verschlissen ist, dann tauscht du halt die Bremsscheibe aus. Das ist halt ein, ich will nicht sagen Pfennigartikel, aber kostet wahrscheinlich nur ein Zehntel von einem Laufradsatz oder sogar noch weniger. Das finde ich, ist so ein Benefit oder eine Sache, wo ich der Scheibenbremse sehr dankbar bin, dass die erfunden oder dass sie am Rennrad jetzt sich immer mehr durchsetzt, dass man da auch wirklich dann mal sagen kann, ich gebe jetzt mal Geld aus für hochwertige Laufräder und die sind halt nicht, wenn ich viel in den Bergen fahre, nach 2 Jahren die Felgen durchgebremst. Also nach 2 Jahren ist natürlich schon eine Frage, weil es ist ja nicht so, als wären diese Felgen oder klassische Felgenbremsen von früher innerhalb kürzester Zeit dann immer durch gewesen. Es kommt natürlich extrem drauf an, wo fährst du, bist du im Regen gefahren, fährst du viel, fährst du in Holland flach oder fährst du halt irgendwo tatsächlich viel im Mittelgebirge oder so und ständig rauf und runter und bremst auch viel. Aber ich gebe dir völlig recht, weil ich war auch mal dabei, als einem Kollegen im Training die Felge gerissen ist, weil sie durchgebremst war und der hat sich halt 1A abgeräumt mit Schlüsselbeinbruch und allem drum und dran und das ist natürlich das, was halt droht, wenn du den Moment verpasst, in dem du eigentlich die Felge dann austauschen müsstest, weil sie runtergebremst ist. Ja, das ist halt schlecht und das passiert halt beim Disklaufrad auf keinen Fall, weil du halt quasi die Lager, die musst du pflegen, die musst du auf Vordermann halten, du musst natürlich die Bremsscheibe auf Vordermann halten, du musst natürlich auch gucken, wie sind die Speichen drauf, aber du musst keine Sorge haben, dass dir die Felge irgendwie weggebremst wird. Ja, weil du die irgendwie wegschmürgelst. Ich finde das halt gerade bei den ja oft gelobten Alu-Felgen halt so das Schwierige, weil die halten ja eigentlich schon relativ ewig. Halt keine Ahnung, 15.000, 20.000 Kilometer kannst du mit denen ja schon locker fahren, wenn du jetzt nicht übertreibst. Das Problem ist halt dann, das irgendwann mal auf dem Schirm zu haben. Die könnten jetzt irgendwann mal durch sein, weil wenn du das nicht wirklich drauf achtest, ob die sich oben irgendwie nach außen wölbt, wenn die immer montiert sind und du wechselst ab und zu mal den Reifen und guckst nicht drauf, dann irgendwann sind sie halt durch. Und das passiert halt relativ spät, aber irgendwann ist es halt mal soweit. Und gerade wenn du dich echt lange fährst, dann passiert es halt. Und was bei Carbon-Bremsschlag natürlich das Problem ist, wenn du es halt falsch machst, kannst du ja deinen 2000 Euro Carbon-Laufradsatz mit einer Abfahrt quasi ruinieren, weil du das halt heiß bremst und das irgendwie delaminiert und sich das Harz irgendwie wegkocht. Das ist halt auch schon extrem ärgerlich. Also es geht alles. Und es ist auch über Jahrzehnte immer gut gegangen, aber das heißt nicht, dass neue Entwicklungen nicht auch besser sein können. Von daher, aber ich möchte einen Aspekt nochmal ansprechen. Wir hatten ja eben schon den Pornofaktor der Optik, der ist ja sehr, sehr wichtig, wobei der natürlich sehr, sehr individuell ist, aber es gibt natürlich auch den Pornofaktor des Sound, also die Geräuschkulisse. Auf jeden Fall, da wollte ich auch noch drauf kommen, ja. Was für Typen seid ihr denn da eher? Dezent und ganz leiser Freilauf und Felge, die möglichst keinen Lärm macht oder volle Programm, wenn ich vorbeifahre, sind alle Blicke auf mich gerichtet? Also für mich kommt es tatsächlich auf die Situation an. Also wenn ich jetzt so bei mir hier in Frankfurt aus der Stadt rausfahre und die Fußgänger wieder zu 17 nebeneinander auf dem Radweg laufen, dann finde ich so einen Freilauf ganz geil, weil dann nimmt man mal kurz 2 Tritte raus, die Leute hören dich. Ja, genau, du brauchst keine Klingel, du musst ja keine Klingel ans Rennrad machen, du musst auch nicht irgendwie unhöflich rufen oder die Leute anschreien, sondern du nimmst einfach 2 Tritte raus, die hören, oh, da kommt irgendwie eine Kreissäge, da springe ich mal schon aus Selbsterhaltungstrieb aus dem Weg. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Abfahrt runterfahre und dort rollen lasse, dann nervt mich dieses laute Gesurre dann schon manchmal. Da hätte ich es dann gern schon ein bisschen leiser und unauffälliger. Ich finde es schon auch irgendwie geil, wenn du irgendwie mal das Glück hast, fährst in einem Hohlweg oder irgendwo, wo es halt der Schall von der Wand reflektiert wird und du fährst dann mit den hohen Laufrädern und hast dieses wuh, 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 wuh mit jedem Antritt im Wiegetritt, wenn du da hochfährst. Das ist schon irgendwie auch richtig geil. Und da waren auch die eben schon erwähnten Mavic Cosmic Carbon. Die waren der Weltklasse. Verkleidung, mit dieser dünnwandigen Verkleidung, die ja auch keine tragende Rolle hatte und hohl. Und also da im Wiegetritt, die haben immer richtig schön Rabatz gemacht. Ja, wenn du noch den richtigen Rahmen hast, der auch noch so ein bisschen hohl ist und den Sound noch ein bisschen noch überträgt, halt von so einem Aero-Renner, das verstärkt das Ganze ja nochmal. Da hast du schon irgendwie
da treibt dich der Sound nochmal ein paar km/h zusätzlich an. Ich weiß noch, bei meinem ersten Zeitfahren, was ich jemals gefahren bin, da ist ein Typ hinter mir gestartet, der hatte halt auch so eine richtig, also so ein hochteures Zeitfahrrad mit vorne hohes Laufrad, hinten Scheibe drin. Und der hat mich halt natürlich, der ist, glaube ich, 30 Sekunden nach mir gestartet, der hat mich halt nach ein paar Kilometern überholt. Und ich habe wirklich gedacht, so beim Fahren, hä, kommt da jetzt ein Auto von hinten? So, die Strecke ist doch abgesperrt und dann schoss der halt an mir vorbei. Und da habe ich erstmal so mitgekriegt, was die eigentlich für einen Sound machen können. Durch diese Scheibe ist ja nochmal der Effekt verstärkt, dieses Rollgeräusch von der Straße nochmal stärker. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich dachte wirklich, da kommt jetzt ein mittelgroßer PKW von hinten. Ja. Eine Frage ist natürlich auch noch, wir haben es hier und da schon angerissen, die Preisfrage. Also die Preisfrage ist die Preisfrage. Jetzt kommt die Preisfrage. Was bekomme ich für mein Geld? Ja, wobei das, glaube ich, schon relativ absurd ist, was man für Laufräder ausgeben kann. Ich meine, weiß noch so die Lightweights dieser Welt, die dann irgendwie, keine Ahnung, 3.500, 4.000 Euro für einen Satz Laufräder ausrufen. Das ist halt schon echt eine richtig dicke Stange Geld. Was nicht heißt, dass die es nicht wert sind oder die Produkte es nicht wert sind, aber man muss natürlich immer überlegen, wie viel hat man, sage ich mal, auf der hohen Kante und ich meine, wie dass sich jeder kaufen kann, rauslassen. Ja, ich meine, dass sich jeder kaufen kann, was ihm gefällt und wo er Bock drauf hat, und wenn er das Geld hat, dann ist es ja jedem unbenommen. Es geht ja immer wieder darum, wo habe ich so den Sweet Spot? Also wo kriege ich das meiste für das Geld und wo steigt letzten Endes nur noch der Porno-Faktor, weil es halt geiler ist, aber einen faktischen Mehrwert habe ich nur in sehr begrenztem Maß, den ich dann auch wirklich spüren, erfahren und vielleicht in irgendeinem Performance-Segment messen kann. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Campagnolo Sonder oder die Fulcrum Racing 3, die sind ja so in dieser Kategorie bis 500 Euro, wenn man jetzt wirklich auf Gewicht Wert legt, sind die ja wirklich ein ganz guter Deal. Aerodynamik wird ja dann aber schon eher, ja, Moritz, du hast vorhin mal die Zahl 800 in den Raum geworfen. 800 mit, da kommt man wahrscheinlich mit Open nicht. End. Also sagen wir die ja, 800 plus. Genau, also Carbon-Laufräder mit hoher Felge fangen bei Direktversendern so an, ungefähr in diesem Bereich. 700, 800 Euro. Und da ist aber natürlich, es gibt eine relativ starke, dann so um 1000, 1200 und so. Aber wenn es dann richtig krass wird, mit im Windkanal entwickelt und mit allem Pipapo von vorne bis hinten abgestimmt, dann ist man auch locker mal 2000 los. Und ja, muss man halt immer gucken, wie viel, was es einem wert ist und wie ist man selber eben unterwegs. Wo du es schon ansprichst, was mich ja auch ein bisschen umtreibt, ist, wie geht da eigentlich die Entwicklung bei Felgenbremslaufrädern? Hatten wir jetzt auch hier und da schon angerissen. Werden die eigentlich noch weiterentwickelt oder ist da eigentlich sozusagen der Deckel drauf? Und also Motto, der Sargnagel. Ja, der Sargnagel ist ein bisschen bitter, aber wir haben tatsächlich bei Tests zuletzt natürlich auch immer mal wieder gefragt bei den Herstellern. Ich glaube, wir hatten im Jahr 2020 hatten wir nochmal einen sehr umfangreichen Test mit, glaube, 40 Laufrädern oder so mit Felgenbremsen. Und da haben wir uns natürlich auch erkundigt und da ist die Rückmeldung, die ist schon sehr, sehr eindeutig. Also wirklich gezielte Entwicklungen im Felgenbremsenbereich gibt es nicht mehr. Die Entwicklung oder die Power quasi, sage ich mal, die Hersteller auf die Straße bringen können in Sachen Entwicklung, Produktentwicklung, Neuentwicklung, die konzentriert sich einfach auf Scheibenbremsen, Laufräder. Aber wenn bei Scheibenbremslaufrädern etwas abfällt, was auch bei Felgenbremslaufrädern noch Verwendung finden kann, dann wird es auch durchaus übertragen. Also als ein Beispiel, DT Swiss hatte jetzt, glaube ich, vor einem Jahr oder so eine neue Nabentechnologie vorgestellt, den Ratchet XP Freilauf quasi mit anderen Narben, mit anderen Lagerdimensionen und so weiter. Und das ist auch 1:1 jetzt übertragen worden auf die Felgenbremslaufräder. Aber jetzt wirklich felgenbremsspezifische Neuentwicklungen ist ganz, 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 ganz dünn geworden.
Ich spekuliere immer noch auf den großen Campagnolo-Felgen-Brems-Bora One Ausverkauf, dass man die ursprünglich, glaube ich, mal 2.100 irgendwas Euro teuren Laufräder für ein Apfel und ein nachgeschmissen bekommt. Aber ich glaube, da muss ich noch etwas länger warten. Ja, wahrscheinlich. Unter Umständen, ja. Ja. Moritz, du sagtest vorhin, oder du hast ja nochmal bestätigt, diese 800 Euro für Carbon-Alu-Laufräder, wenn ich jetzt, für Carbon. Für den berühmten Carbon-Alu-Laufräder. Carbon-Alu-Laufräder. Gab's ja auch. Ja. Genau. Aber wenn ich jetzt sage, Aerodynamik ist jetzt voll mein Ding und ich will aber keine 800 Euro ausgeben und deswegen reicht mir auch eine Alu-Aero-Felge, wie viel günstiger komme ich da? Ja, also ich. Gibt es das überhaupt? Es gibt auch, wenn man dann noch No-Name oder irgendwie sowas, kann man schon Alu mit 40 oder 45 Millimeter Felge schon auch finden in den Tiefen des Internets, die um 300 Euro kosten oder sowas, aber die sind dann halt einfach unfassbar schwer. Also die wiegen dann 2 Kilo. Oder noch mehr. Mhm. Und das, wie gesagt, das sind dann absolute No-Name-Produkte. Für Alufelgen hat sich jetzt so 30, 32 Millimeter durchgesetzt, weil alles darüber wird dann halt auch zu schwer. Das heißt jetzt richtig hart Aero im Sinne von, sagen wir mal schon, 50 Millimeter Felgenhöhe oder so. Das gibt's mit Alu eigentlich wirklich nur von No-Name und irgendwo dann mit entsprechenden Gewichtsdefiziten. Da will man sich dann auch nicht auf der 70 km/h Abfahrt draufsetzen irgendwie, also zumindest. Ja. Also ja, wenn Aero, dann macht Carbon dann schon Sinn, weil es halt eben am besten diese sich eigentlich ausschließenden Aspekte, hohe Felge, leichtes Gewicht, natürlich dann auch gewisse Steifigkeit und Carbon kannst du dann halt eben auch, je nachdem wie das Layup halt gelegt ist, auch gleichzeitig dann noch komfortabel machen. Also da geht dann irgendwie dann doch alles, aber kostet halt. Ja. Jetzt ist ja das Laufrad selber so an sich, wenn ich es kaufe, noch nicht einsatztauglich. Ich brauche ja auch noch einen Reifen dazu und auch da kann ich ja noch viele Dinge richtig und auch manche Dinge falsch machen. Was sind denn so Fehler, die ich vermeiden sollte, wenn ich jetzt zu meinem super teuren Laufradsatz mir jetzt den passenden Reifen aussuchen möchte? Es kann passieren, dass du da halt einfach die falsche Felge ausgesucht hast. Ich meine, es gibt ja immer noch Felgen für Schlauchreifen, es gibt Felgen für halt den klassischen Drahtreifen. Was Tubeless angeht, wenn du Tubeless fahren willst und hast dann, gut, mittlerweile können sie eigentlich alle zumindest Tubeless ready. Aber ich meine, das ist ja schon der erste Punkt, dass man da gucken will, was für ein Reifensystem fährt man denn eigentlich. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, du hast halt der Kontaktpunkt zur Erde ist halt tatsächlich im Idealfall vor allen Dingen der Reifen und nicht das Laufrad oder man selbst. Idealfall, ja. Und von daher, also eine Frage ist halt immer die Maulweite der Felge und die Reifenbreite. Also da muss man halt gucken, dass es halbwegs zusammenpasst. Und ansonsten muss man halt schauen, alles, was ich raushole unter Umständen über ein Laufrad, weil ich mir ein tolles Tuning-Laufrad gekauft habe, was meine Wünsche perfekt befriedigt, das kann ich leider halt alles zerstören, wenn ich dann einen schweren, träge rollenden, kein Stück pannensicheren Drecksreifen darauf mache. Also von daher, das Laufrad ist immer auch ein Laufrad-Reifensystem und sollte halbwegs zueinander passen. Wobei man da jetzt natürlich auch sagen muss, Reifen ist ein Thema für sich. Und ich wollte gerade sagen. Da haben wir auch schon eine eigene Folge zu gemacht. Folge 53 für die es nachhören wollen, alles zum Thema Reifen. Ich würde sogar an dem Punkt, den du gerade genannt hast, dass man da diesen Wert eines hochwertigen Laufrades mit einem, ich zitiere dich, Drecksreifen zunichte machen kann. Ich würde diese Logik sogar noch umdrehen wollen und sagen, wenn ich jetzt kein Geld habe, um mir irgendwie teure Laufräder zu kaufen, habe ich aber vielleicht das Geld, in einen hochwertigen Reifen zu investieren, wenn ich jetzt, ich zitiere dich erneut, wenn ich jetzt gerade Drecksreifen fahre. Also da kann man auch schon extrem viel in Sachen, ja, nicht unbedingt Aerodynamik, aber also auch Aerodynamik, aber auch Rollwiderstand, Gewicht, Pannenschutz hast du angesprochen. Da kann man schon viel rausholen und hat auch in dem Fall wieder nur einen Bruchteil von so einem teuren Laufradsatz ausgegeben. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp.
man muss es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, viele sind erstaunt oder wären erstaunt, wenn man mal fühlt, wie krass die Unterschiede sind zwischen Reifen. Wir sind ja eingestiegen, Kollege Brunker hatte gesagt, empfohlen, beim Kollegen oder so sich einfach mal einen anderen Laufradsatz ausleihen und das ausprobieren. Und genau das Gleiche gilt auch für Reifen. Da schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis. Einfach mal einen anderen Reifen ausprobieren und einen Top-Reifen ausprobieren. Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eben, genau wie du sagst, ich habe jetzt nicht die Kohle für ein Laufrad-Tuning, aber dann als nächsten Schritt quasi oder dann als Ersatzschritt einfach mal gucken, was habe ich denn eigentlich für einen Reifen drauf und kann ich da vielleicht für deutlich kleineres Geld an der Tuning-Schraube drehen. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Ja, weil ich glaube, das ist immer ein guter Leitfaden, wenn man sagt, auf der Tuning-Skala oder sich auf der Tuning-Leiter so mit den günstigen Schritten erstmal hochzubewegen und dann wirklich die ganz, ganz, ganz teuren Maßnahmen kann man dann eher später wahrscheinlich in Angriff nehmen. Aber ich bin absolut davon überzeugt, egal ob jetzt Laufrad oder Reifen, das ist der Bereich, sag ich mal, der sehr stark auf das Fahrgefühl einzahlt. Und da zu experimentieren, da was zu machen, lohnt sich auf jeden Fall mehr, als zu sagen, ich nehme jetzt den 500 Euro teureren, aber dafür 100 Gramm leichteren Carbonrahmen oder so. Das sind die Performance-Unterschiede, die merkt man nicht. Oder ich nehme jetzt die 105 mechanisch oder ich nehme die Ultegra mechanisch. Das ist halt nach meinem Empfinden und nach unseren Testerfahrungen gerade wurscht. Das kann man wirklich in dem Sinne nicht erfahren, wie man eben aber den Unterschied zwischen anderen Reifen oder auch anderen Laufrädern erfahren kann. Von daher immer der Tipp. Also bei der Gruppe, da merkt man den Unterschied, ob ich jetzt eine mechanische Gruppe fahre, da wäre das Upgrade dann eben die elektronische Gruppe. Das ist dann schon wirklich signifikant spürbar, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, die besser ausgestattete Rahmen zu nehmen oder so, oder eben beim Laufrad oder Reifen zu tunen, dann würde ich immer Laufrad und Reifen nehmen. Aber das ist doch schon eigentlich ein schönes Schlusswort. Also es gibt quasi viele Richtungen, in die ich das Laufrad tunen kann oder mein Rad durch ein Laufrad tunen kann. Deshalb würde uns interessieren, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu welchem Team zählt ihr? Ist euch Aerodynamik am wichtigsten? Setzt ihr voll auf Gewicht oder seid ihr so wie wir und guckt eigentlich sowieso euch nur die ganze Zeit selber am Schaufenster an? Also ist die Optik für euch elementar? Vielleicht auch welche guten, welche schlechten Erfahrungen habt ihr mit euren Laufrädern gemacht? Was wird euer nächster Tuning-Schritt an eurem Rad sein? Oder haltet ihr das ganze Thema Tuning und Laufräder sowieso für völlig überbewertet? Dann schreibt uns doch einfach eine Mail an podcast@roadbike.de. Und überhäuft uns mit euren Anregungen, mit euren Fragen, mit eurer Kritik. Vielleicht auch das eine oder andere Lob für unsere Seele. Da freuen wir uns immer drüber. Und wir testen natürlich auch weiter im Roadbike-Magazin, in unserem Heft, was einmal im Monat erscheint, regelmäßig weiter Laufräder, Reifen, sogar Schaltungen. Also da ist wirklich sogar alles Fahrräder dabei. Manchmal. Sogar Fahrräder sollen ab und an mal stattfinden. Also wenn ihr da immer auf dem neuesten Stand der Technik bleiben wollt, dann abonniert uns doch einfach und vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt, egal ob schnell, ob leicht oder einfach nur gut aussehen. Oder alles Spaß. Zusammen. Genau. Genau. Oder alles zusammen. Macht's gut, macht's bis gut. Bald. Ciao. Ciao. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.